Hallo, ich sitze draußen auf dem Balkon auf dem Boden in der Sonne, darum ich sehe kaum was. Ungeschminkt und alles, also und krank. Ich habe hier gerade die riesen Umpflanzaktion gestartet und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, was ich so gemacht habe und wie das jetzt hier alles aussieht. Und ja, starten wir einfach mal. So sieht das Ganze jetzt hier gerade aus. Wie gesagt, ich sitze auf dem Boden. Und vor mir ist alles voll mit Pflanzen. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo wir beginnen sollen. Vielleicht mal bei denen, die ich jetzt gerade umgepflanzt habe. Die sind hier die kleinen. Ich habe wirklich aus der Eierschale und aus diesem einen Plastikding alles umgetopft. Ich weiß nicht, ich zeige euch einfach mal ein paar. Das ist zum Beispiel eine Paprika-Liebesapfel. Dürfen jetzt gerade heute alle in die Sonne. Das sind meine Tomaten German Gold. Nochmal ein Liebesapfel, eine Bonsai-Chili, die sind noch super klein, aber ich habe gedacht, egal, mach's jetzt einfach mal. Da drüben sind noch mehr Tomaten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das alles nachher wieder reintransportieren soll, aber gut. Dann habe ich hier die Physalis in ein größeres Gefäß gemacht. Das hier ist Basilikum, das ist der ganz normale Genovese-Basilikum. Ich habe den jetzt in den Balkonkasten gemacht und weiter auseinandergesetzt. Ich hatte die ja in diesen beiden. Und hier habe ich jetzt eben den Genovese Basilikum reingemacht. Und die anderen zeige ich euch gleich noch. So, ich bin jetzt mal aufgestanden, einfach weil ich nicht so weit beim Arm hinkomme. Ich habe die Balkontomaten, die ich behalten möchte, umgetopft. Da habe ich hier einmal die rote Variante. Und ach, da drüben ist die gelbe, ich weiß gar nicht. Ob wir da jetzt hinkommen? Nee, man sieht es von hier nicht. Da, ein kleines bisschen. Vielleicht gehe ich gleich nochmal näher hin. Das ist die Pretty in Purple zweimal, die Chili-Pflanze. Die werden ja nicht sonderlich groß, darum habe ich die in diese Dinger reingemacht. Das hier ist eine Tomatillo, die jetzt auch ein neues Zuhause hat. Da eine Physalis, die auch jetzt ein Riesentöpfchen, was heißt Riesen, aber ich zeige euch das mal. Die hat jetzt eben so ein Töpfchen bekommen, da kann die jetzt noch drin bleiben, hoffentlich bis ich sie auf den Acker setzen kann. Schaut mal, meine Lampignons. Ja, das habe ich gemacht. Und die Aubergine hat neues Zuhause bekommen. Hier die Cocktailtomate vom Acker. Den Basilikum habe ich ja wie gesagt umgetopft. Ja, das ist der Zitronenbasilikum. Die sehen alle jetzt ein bisschen schlapp aus. Der rote, das ist ja wirklich sehr erbärmlich. Hier nochmal drei Genovese. Hier habe ich die ein bisschen auseinandergesetzt. Die Zimtbasilikum. Das Zimtbasilikum hier auch. Die sehen wie gesagt alle jetzt ein bisschen schlapp aus. Ich hoffe, sie haben das trotzdem überlebt und raffen sich nochmal auf. Das wäre sehr schade, wenn nicht. Da haben wir das Kalamundin-Orangenbäumchen. Das bekommt jetzt überall neue Fruchtansätze und die Blüten verblühen leider. Die haben so gut gerochen. Das hier ist eigentlich schon reif, das könnte man schon ernten. Vielleicht mache ich das mal. Ja, hier oben hat es neue Blättchen bekommen. Das kann man sehen, weil die heller sind. Ein Kalamundin-Orangenbäumchen. Dann ist das hier meine Tellernektarine, sein Bäumchen. So hoch. Hatte eine Blüte hier. Hoffe, dass es noch mehr bekommt. Dann meine mexikanische Zwerggurke. Ja, die hängt jetzt hier so runter und eigentlich gefällt mir das gar nicht. Ich weiß nur nicht, was ich in den Topf, weil der ist nicht sonderlich hoch. Was ich da reinmachen könnte, damit die ein bisschen hoch geht erstmal. Da bin ich mir jetzt noch unschlüssig. Ja, weiß ich jetzt noch nicht genau. Und da sind schon Früchte dran. Die habe ich auf dem Karlsplatz gekauft in Düsseldorf, also auf dem Markt. Meine Paprika-Liebesapfel. Da noch diverse Tomaten. Das ist die Chili-Gelb. Dann habe ich meine Kräuter endlich umgetopft. Hier in diesem schönen Ding habe ich meinen Rosmarin. In diesem Teil habe ich meine Minze reingemacht. Die habe ich extra in so ein Töpfchen gemacht, weil die breitet sich ja krass aus. Und ich hatte keine Lust, dass die sich total den Platz krallt.
Hier oben ist der Rest, das ist Bohnenkraut, Thymian. Wie komme ich jetzt darüber? Hier muss ich durchlaufen. Verdammt! Das ist der Salbei, der sieht sehr traurig aus. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Ich habe die schon gestern umgepflanzt und der sieht immer noch nicht gut aus. Dann haben wir hier Oregano und nochmal Thymian. Und das ist die gelbe Balkontomate, die ich mal wieder hier rüber hole. So. Ja, die Minze sieht richtig schön aus. Das ist mein Olivenbäumchen. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, es geht einiges, Leute. Es geht einiges. Ich habe hier drüben noch ein paar Töpfe. Ich weiß noch nicht genau, in was für Töpfe ich die Tomaten dann mache. Oh Gott, wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Das habe ich natürlich jetzt super schlau gemacht. Man kann sich toll bewegen auf dem Balkon. Nicht? Verdammt! Ja, kurzes Pflanzen-Update. Ich wollte euch einfach mal alles zeigen und es ist eben jetzt alles umgetopft und es steht gerade nichts mehr bei mir im Zimmer. Die dürfen jetzt eben, wenn schön Wetter ist, nach draußen, so wie heute, und die Sonne genießen. Wie gesagt, ich hoffe, der Basilikum schafft das. Mal gucken, wie er morgen aussieht. Ich zeige euch jetzt noch eben meine Avocado-Kerne und dann war es das auch schon mit dem Pflanzen-Update. Es war heute, glaube ich, relativ kurz, aber ja, kann man ja mal machen. So, hier haben wir meine Avocado-Kerne. Die sind super aufgeplatzt, nicht aufgeplatzt, aufgesprungen. Das ist der erste. Ich halte den mal hier so gegen die Wand, da kann man das ganz gut sehen. Da kommt jetzt bald die Wurzel raus. Und beim zweiten ist das jetzt auch schon richtig toll aufgesprungen. Ist natürlich noch nicht so weit wie das andere, aber hier könnt ihr sehen, da ist schon eine richtige Spalte. Sehr coole Sache. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Nochmal ein kurzer Blick auf den Balkon von meiner Küche aus. Da kann man eben rausgucken. Es ist sehr grün geworden, ne? Und wir haben ganz viele Fliegen hier. Ich weiß nicht genau warum. Die tummeln sich hier, die könnt ihr jetzt wahrscheinlich, obwohl vielleicht ein bisschen sehen. Und das ist total nervig. Ich traue mich manchmal gar nicht, das Fenster aufzumachen. Also hier die Balkontür. Da. Weil es eben dann, weil die alle reinkommen. Jo, da drüben filme ich übrigens sonst. Das ist mein Zimmer. Ja, das war's aber. Ich hoffe, das kleine Pflanzen-Update hat euch gefallen. Wie gesagt, das war jetzt recht kurz, aber ich hatte jetzt einfach Bock drauf und hatte letzte Woche keins und ja. Eventuell, doch, ich mache das noch. Ich werde eben noch den Knoblauch setzen und werde euch da dabei haben. Und dann sage ich nochmal Tschüss. So, ich werde dieses Gefäß für den Knoblauch nehmen und werde erstmal Erde reingeben. Erde haben wir drin. Ich werde jetzt, glaube ich, nur 4 Zehen reintun. 1, 2, 3, 4 oder vielleicht auch nur 3. Ich weiß es nicht genau. Optimal wäre natürlich ein größeres Gefäß. Ich habe aber leider keins. Ich hatte euch das schon mal gezeigt. Ich habe extra Knoblauch zum Pflanzen gekauft. Ich weiß nicht, das braucht man wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich habe euch das ja mal gesagt. Nur wenn es zum Beispiel aus China kommt, die Umweltbedingungen sind hier ganz anders. Ich werde das mal aufmachen. So. Da haben wir eine Knoblauchknolle. Ich werde die mal aufmachen. Oha. Guckt sich einer mal das an. Die sind schon am Sprießen. So, 3 Stück. Ach komm, nehmen wir 4. So, wir haben jetzt hier unsere 4 Knoblauchzehen. Hier könnt ihr sehen, da kommt schon grün. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das Grün außerhalb noch pflanzen soll oder nicht. Ich habe Knoblauch noch nie selbst angebaut. Die 3 werden wir auf jeden Fall nehmen. Da gibt es noch so ein Pflanzschild dazu. Und hinten steht drauf, dass man das 6 cm tief einpflanzen soll. Ja, ich habe aber in anderen Videos gesehen, dass man das gar nicht so tief machen muss. Moment, da könnte ich es nicht so gut sehen. Dann zeige ich euch erstmal hier. Ich mache den jetzt hier so rein. Deck den etwas zu. Dann mache ich hier noch einen rein. Deckt den auch zu. Ich glaube halt, dass wenn der jetzt so wenig Platz in Anführungszeichen bei mir hat, dass einfach die Knolle nicht ganz so groß werden wird. Aber
Ja, mein Gott. Was soll's? Ich werde auf dem Acker auch noch Knoblauch anpflanzen. So. Da haben wir den jetzt schon eingebuddelt. Ich nehme jetzt Wasser und werde das richtig ordentlich angießen. Und werde das jetzt einfach in der nächsten Zeit feucht halten. Ich werde mir hier noch mein Knoblauchschildchen reinmachen. Und wir werden sehen, wie das alles funktioniert. So wie ich das verstanden habe, wird das Grün eben rauskommen, was wir jetzt da eben schon gesehen haben. Tut mir leid, ich bin auf dem Balkon, ist ein bisschen laut. Und wenn das Grün braun wird, ist er fertig. Die Blüte, die kommt, sollte man abrupfen. Und man kann das Grün auch ein bisschen verwenden. Man sollte nur nicht zu viel nehmen, weil sonst die Knoblauchzehe noch kleiner wird. Und da ich eh nicht so einen großen Container habe, werden wir es einfach mal abchecken. Ja, so sehen meine Nägel jetzt übrigens aus. Ein Traum. Aber ja, so ist das beim Gärtnern. So, ihr Lieben. Und das war's nun wirklich. Ich werde euch up-to-date halten, was mein Knoblauch anbelangt. Wollen wir mal hoffen, dass das was wird. Wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.